Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Antrag will sich die Fraktion Bündnis 90 hier mit dem Thema Erneuerbares Energiegesetz auseinandersetzen. Ein Gesetz, was unser Bundesland, egal wie man zu diesem Gesetz steht, extrem tangieren wird. Wir haben diesen Antrag natürlich sehr frühzeitig gestellt, damit er noch auf der Tagesordnung ist und haben deswegen auch die aktuellen Entwicklungen, am Mittwoch hat das Kabinett, das Bundeskabinett zusammengesessen, nicht mehr berücksichtigen können. Für uns ist auch zentral, dass wir hier im Parlament über das unser Land so massiv betreffende Gesetz gemeinsam reden können. Ich gehe mal am besten durch, was wir zu den Einzelnen geschrieben haben und was sich jetzt aus meiner Sicht wie geändert hat. Unser zentraler Vorwurf der Grünen, und das ist auch auf Bundesebene, ist das, dass die Ausbauziele viel zu gering angesetzt wurden. Nicht nur deswegen, weil wir jetzt eine ganze Branche, und das trifft aus meiner Sicht vor allen Dingen die Offshore-Branche, massiv ausbremsen müssen. Das trifft uns industriepolitisch im Land Mecklenburg-Vorpommern ganz besonders. Sondern vor allen Dingen, das kommt auch aus einer Überschrift vor, weil wir dann, wenn wir nur 45% anstreben für das Jahr 2025 im Regenerativanteil am Strom, schaffen wir definitiv die Zusagen, die unsere Bundesumweltministerin in Paris gemacht haben, nicht. Dafür sind mindestens 60% erforderlich. Und dieses Ziel könnten wir schaffen, wenn wir es denn gemeinsam wollen. Ich gehe jetzt mal die einzelnen regenerativen Energieträger durch. Wind Onshore war vorgesehen, und so war es auch im Ausbaukorridor des EEG 2014. Dort waren 2500 MW als Korridor vorgegeben, und zwar als Nettozubau, soweit ich es verstanden habe. Da ist durch die Verhandlung auch der Ministerpräsidenten eine Verbesserung eingetreten. Wir liegen jetzt bei einem Bruttozubau von 2900 MW im Windkraftbereich. Das ist aus meiner Sicht 20% zu wenig, aber Sie hören schon an den 20%, das liegt schon relativ nah an dem, was sinnvoller Zubau in der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir würden uns da etwas mehr wünschen, aber das ist erstmal eine Sache, die ist relativ gut. Problematisch in diesem Bereich ist zum einen das Thema Ausschreibung, als auch die danach folgenden Berechnungen. Man will nämlich alle 5 Jahre diese Anlagen dann überprüfen, um deren Vergütung nochmal nachträglich anzupassen. Das wird ein gigantischer bürokratischer Aufwand werden, der auf allen Seiten zu leisten ist. Ob das sinnvoll ist, ich halte es nicht für sinnvoll. Das hätte man alles mit dem EEG gut regeln können. Also entsprechende Vergütungsabsenkungen, wie sie jetzt auch für 2017 schon geplant sind, hätte man das alles gut machen können. Mit weniger Bürokratie hätten wir ein ähnliches Ergebnis erreichen können. Das ist jetzt vergossene Milch. Wir sind im Bereich der Ausschreibung. Um da auch gleich einzugehen auf den Änderungsantrag der Linken, der sich ja auch auf diese De Minimis-Regelung, dem werden wir zustimmen in diesem konkreten Punkt. Das wäre eine sinnvolle Sache, aber da sind die Messen jetzt gesungen, aber deswegen haben wir es auch nicht nochmal bei uns im Antrag aufgenommen. Interessant ist, dass jetzt ein sogenanntes einstufiges Vergütungsmodell eingeführt werden soll. Um das zu erklären, es geht darum, einen gewissen Zeitraum gibt es bisher eine höhere Vergütung, die dann nach einem Zeitraum auf eine niedrigere fällt. Und weil es am Anfang eine höhere gibt und dann eine niedrigere, belasten wir in den Anfangsjahren die EEG-Umlage besonders stark. Von daher ist die Idee, auf ein einstufiges Modell umzusteigen, für das EEG auf jeden Fall richtig, auch wenn es etwas mehr Bürokratie verursacht. Diese richtige Idee ist aber genau im Offshore-Bereich nicht weiter umgesetzt worden. Und gerade dort, aufgrund der sehr hohen Anfangsvergütung, hätte sie uns besonders stark geholfen bei der Entlastung der EEG-Umlage und damit eben auch für Privatleute und Industrie die Sache einfacher gemacht. Das halte ich für eine verpasste Chance. Im Bereich Windkraft ist die große verpasste Chance, dass man überhaupt nicht versucht hat, bei den Anlagen zu erreichen, dass die besser netzkonform sind, als sie es zurzeit sind. Man hätte also problemlos reinschreiben können, am 100% Standort erwarten wir mindestens 4000 rechnerische Vollerstunden. Damit wären das Anlagen gewesen, die einen nicht so massiven Netzausbau erfordern, eine kontinuierliche Stromproduktion haben. Das hätte man problemlos reinschreiben können. Vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, über die dann Ausschreibungsrichtlinien dieses Thema noch mit einzubringen. Ein kleines bisschen ist das reingekommen, und zwar, weil man für Anlagen kleiner 3 MW bestimmte Vergütungsvorschriften nicht ganz so hart angezogen hat wie für größere Anlagen. Also von daher kann ich das so ein bisschen in der Tendenz erkennen, dass man daran gedacht hat. Das wichtigste und größte Thema übrigens, was wir auch hier immer diskutiert haben,
Netzausbau mit dem Ausbau der Windkraftanlagen am besten synchronisieren, was ein relativ schwieriges und aussichtsloses Projekt ist, ist aus meiner Sicht positiv aufgegriffen worden im jetzigen Entwurf, weil man ausdrücklich gesagt hat, wir wollen diese Sektorenkopplung, also auch ausdrücklich Power to Heat erwähnt hat, wir wollen, dass in Zukunft Überschuss Windstrom und auch anderer Strom aus regenerativen Energiequellen in Fernwärmenetzen untergebracht werden kann. Dafür sind zum einen den Ländern Pilotprojekte überlassen worden. Das sollten wir auch wirklich nutzen, dieses Angebot. Und zum anderen sind 2000 MW vorgesehen, wo solche Projekte jetzt auch über das Energiewirtschaftsgesetz angewendet werden können. Auch da sollten wir aktiv auf unsere Kommunen hinzugehen, damit sie diese Möglichkeiten gerade bei den Stadtwerken auch ausdrücklich nutzen. Das bringt das Ganze voran. Offshore, wie gesagt, ist das große Problem, dass die Ausbauziele, die man eingedampft hatte, weil man das Gefühl hatte, die EEG-Umlage geht uns durch die Decke, dass man daran nicht nochmal nachgesteuert hat und gesagt hat, was wollen wir denn am Ende im Offshore-Bereich? Übrigens, ich gehe auch gleich einen auf die Linke, die ja geschrieben hat, wie viel Prozent im Jahr 2030. Das ist innerhalb der Grünen ja eine ganz heiße Diskussion. Ist man jetzt für 2030 oder für 2040 für 100%? Diese Diskussion habe ich in unserem Antrag versucht, gar nicht erst aufzumachen. Es gibt in meiner Logik eine ganz einfache Sache, dass ich mir überlege, was will ich am Ende erreichen an Ausbauzahlen in der Bundesrepublik Deutschland? Da sagt übrigens jetzt zum ersten Mal, im Gesetzentwurf steht es auch drin, dass man 600 Terawattstunden anstrebt. Das finde ich auch wichtig, dass wir solche ersten Flöcke mal einschlagen. 600 Terawattstunden entspricht momentan der Bruttostromerzeugung in Deutschland. Also wir haben nur einen Verbrauch von 520 Terawattstunden. Dazu kommen aber Eigenverbrauch der Kraftwerke plus Export und deswegen kommen wir auf 600 Terawattstunden. Und da ist die Aussage, das ist die Orientierungszahl, die ich 1:1 unterschreiben kann. Und daraus folgt, ich müsste jetzt ausrechnen, wie erzeuge ich diese Strommengen? Und dann käme ich im Offshore-Bereich relativ schnell dahin, ich brauche 35.000 MW, um diese im Bereich Offshore diesen Beitrag zu leisten. Und jetzt gibt es eine ganz einfache Rechnung. Wie lange ist die Lebensdauer dieser Anlagen? Etwa 20, 25 Jahre. Dann teile ich die 35.000 durch die 25 und dann erhalte ich in etwa die Zubaumenge pro Jahr. Das sind 1400 MW, die ich kontinuierlich jedes Jahr zubauen muss. Und der Zubau, der jetzt hier drin steht, ist 750 MW. Und das bedeutet praktisch, ziehe ich das fort, komme ich niemals auf die notwendige Menge, die ja gleichzeitig im Gesetz auch drin steht. Das könnte man, ich weiß, dass es jetzt kaum noch möglich sein wird, aber das sind Sachen für die Zukunft, wo man sagen muss, ihr habt die 600 Terawattstunden, das ist der richtige Weg. Und jetzt legt mal nach, wie wollt ihr die erzeugen und dann folgt logisch daraus, was man machen kann. Die Einsparmöglichkeiten im Offshore-Bereich, die vor allen Dingen darin bestehen, auch dort das einstufige Vergütungsmodell einzuführen. Und weil die Branche sehr sensibel reagiert, weil sie sehr lange Planungszeiträume hat, sollte man mindestens einen Anreiz vorschlagen, der zu beiderseitigem Vorteil ist. Zum Vorteil für die Stromkunden und zum Vorteil für die Offshore-Branche. Da wären Verhandlungslösungen definitiv möglich gewesen. Photovoltaik bleibt weiterhin das große Stiefkind. Wir bräuchten, unser Ziel wäre 100.000 MW Photovoltaikanlagen in Deutschland aufzubauen, bräuchten wir einen jährlichen Zubau von 4.000 MW. Davon sind die 600 MW Freiflächen weit entfernt. Und das, was noch zusätzlich darüber hinaus möglich ist, also im privaten Haushalt, da kommen pro Jahr, das sehen wir an den momentanen Zahlen, wahrscheinlich so 1.000, 1.200 MW noch obendrauf. Das ist zu wenig in diesem Bereich und es wäre ein klares Signal an Handwerk und Industrie, wenn wir uns da zu einem anderen Modell bekennen würden, also mehr drauflegen. Was wieder verpasst wurde, ist anzureizen, dass wir nicht mehr die reine Südausrichtung haben. Das wird immer wichtiger, das Thema, mit jeder Photovoltaikanlage, die oben drauf kommt. Und das wegzupuffern mit Batteriespeichern, wie manche wohlmeinenden Menschen das gerne auch voran, würde die Energiewende noch viel teurer machen. Es ist einfacher, die Module einfach aus Süden rauszurichten und Ost-West. Das ist ganz, ganz einfach und müsste einfach nur im Gesetz gefordert und angereizt werden. Das wird leider nicht gemacht. Positiv ist tatsächlich, dass der 52.000 MW Obergrenze im Bereich Photovoltaik jetzt rausgefallen ist. Das war überfällig, weil das eine Zahl ist, die nicht annähernd ausreicht, um unsere Energiewendeziele in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. Das nächste Stiefkind bleibt die Biomasse. Es ist schwer für die Biomasse damit überhaupt umzugehen, mit diesen relativ geringen Ausbauraten. Da hat ja Bayern noch mal mächtig gekämpft und auch, glaube ich, was erreicht, was uns auch im Land Mecklenburg-Vorpommern nützen wird.
Aber die ganz große verpasste Chance und die auch wirklich elementar wichtig wäre, ist ein klarer Schwerpunkt auf das Thema Einspeisung in die Erdgasnetze. Man hat eine Flexibilisierung jetzt eingeführt, wo die relativ ineffizienten, und zwar im Strombereich ineffizienten Biogasanlagen, jetzt quasi nur noch halbtags produzieren sollen. Der aus meiner Sicht wesentlich bessere langfristige Weg, Direkteinspeisung ins Erdgasnetz, der die Bauern überhaupt nicht stört, das kriegen die ganz genauso ihr Geld für das, was sie da anbauen auf dem Feld, der ist nicht angereizt, der tritt sogar immer weiter zurück. Das finde ich ausdrücklich schade und da sollte man auch nochmal gucken, ob da etwas machbar ist. Die zuschaltbaren Lasten hatte ich erwähnt, das ist ein wirklich großer Fortschritt, dass das in der Politik, in der Bundespolitik jetzt klar angekommen ist. 2000 MW werden zwar nicht ausreichen, sind aber ein erster Schritt, der uns Erfahrung sammeln lässt und der diese Sache vorantreiben kann. Das andere wichtige Thema ist das Thema Bürgerenergiegesellschaft. Ich habe es in meinem Antrag ein Stück weit rausgelassen. Die Linke hat es ja nochmal ausdrücklich im Änderungsantrag dazugebracht. Wir werden dem Änderungsantrag der Linken auch so zustimmen. Warum ich es rausgelassen habe, ist der Schwerpunkt für uns bei der Energiewende, ist tatsächlich das Thema Klimaschutz. Und wir haben auch innerhalb der Grünen die heiße Diskussion, ob nicht eigentlich die Bürgerenergie, also gegen die großen Energiekonzerne und so weiter anzugehen, nicht doch wichtiger sein könnte als das andere Ziel Klimaschutz. Und da muss ich sagen, unterm Strich ist es mir dann zwar nicht egal, aber es ist auch okay, wenn ENBW den Offshore-Windpark baut und ich es nicht als Bürgergesellschaft hinkriege, weil ich das Klimaschutzziel nach vorne stelle. Wir brauchen aber, nein, es gibt auch in anderen Projekten, wir brauchen aber, und das will ich deutlich sagen, wir brauchen auch das Thema Bürgerenergie bei Photovoltaik, auch bei Windkraftprojekten, weil das uns die Akzeptanz für diese Energieform erhält. Das sehe ich ein, aber es ist nicht der Schlüsselbegriff in meinem Antrag. Da stelle ich jedenfalls klar das Thema Klimaschutz voran. Was interessant ist und was auf unser Land zukommen wird, ist, dass die Bundesregierung, was ich übrigens auch für richtig halte, sagt, die Offshore-Projekte werden zukünftig von Bund und Land vorbereitet. Und da müssen wir uns genehmigungstechnisch auch sehr darauf einstellen. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.